miteinander und herzlich willkommen zum Ärzte-Magazin hier auf TV Oberwallis. Die Sprinztour macht Halt im Oberwallis. Sie starten in der Innerschweiz und laufen über die Pässe auf Norditalien. Und das alles mit Mülltier, Esel, Ross oder Pony. Der Simon Kalbermatten hat sie beim Halt im Obergoms besucht. Sie laufen auf historischen Säumerwegen und alpenqueren von Luzern bis auf Domodossola. Dabei erleben sie eindrückliche und abwechslungsreiche Gebirgslandschaften, aber auch vielfältige Kulturen. Und das alles begleitet von einer imposanten Fauna und Flora. Und der, der jetzt zeigt, dass sie alles Schnee von gestern oder eben von früher, der irrt sich. Das ist genau das, was die Leute suchen. Das ist etwas, wo so wieder zurück zu der Natur, zurück zu den Wurzeln, also Sachen machen, die echt sind, die unsere Vorfahren schon gemacht haben. Oder? Das kann man nachher auch nachleben. Die Leute, die da dabei sind, können das nachleben, wie über Jahrhunderte das Handwerk von der Säumerei gemacht wird. Und wir mit unserem Projekt können das natürlich dann so auch erhalten, indem wir es leben. Und die Leute haben das gern. Die Leute sprechen auf das an. Die zum Teil wissen, die am Dienstag schon nicht mehr, ist jetzt Dienstag oder ist jetzt Mittwoch. Sie schalten richtig ausschalten von ihrem hektischen Alltag und kommen auf die Sprienzroute und genießen das einfach. Natürlich ist es eine körperliche Herausforderung, der Grimsel da mit einer 1150 Meter Höhe, wo man zuerst machen muss und dann noch 800 Meter oben runter hier auf den Obergisteln. Die lange und strenge Wanderung mit Ross, Mühltier, Eschlin, aber auch Pony, die ist die vierte. Leute aus der ganzen Schweiz laufen da dabei mit und während den verschiedenen Etappen warten da dabei euch mehrere Herausforderungen auf die Teilnehmer. Es ist für jeden wahrscheinlich ein bisschen anders. Die einen sagen, der Grimsel ist der strengste und der schönste. Und andere sagen, der Griesspass ist halt schon das Highlight. Vor allem, wenn man auf dem Griesspass übergeht auf Italien, oder? Dann kommen wir in ein anderes Land. Und da sehen wir auch durch Appi das Eschental, wo eigentlich die Eigenossen auch das schon, denen hat das auch schon gefallen, an einem Mal. Die Säumer pflegen auf der Reise einen engen Kontakt mit ihren Tieren. Und musst du ihnen zwischendurch euch, zu was das Tier eigentlich fähig ist. Es sind nicht alle schwer beladen, aber es fasziniert einem gleich, was sie fertig bringen. Die steilen Weg und die unruhigen Weg, die man hat. Oder? Man hat Steine drin, man hat, jetzt, wo es geregnet hat, hat man viele dreckige Wege, wo das Tier und der Säumer fordert. Oder? Ist also, man kann nicht einfach denken, ich gehe jetzt auf eine Sprienztour. Es ist eine grosse Anforderung für den Säumer und für das Tier. Tiere auf der Wanderung mit ihren Besitzern. Da stellt sich irgendwas von euch die Frage, welches denn jetzt von beiden eigentlich besser mag laufen? In der Regel mag das Tier immer mehr, das ist ganz klar. Wenn der Mensch sagt, das Tier mag nicht mehr, dann ist es eine Ausrede. Naturnach und erlebnisreich Wanderung, die haben die Zeit von Säumern, Händlern, Kriegern, Handwerkern, Pilgern, aber auch Schmuggler erinnert. Der Gieteraustausch, der war immer nötig, für das Leben in Alpotälern überhaupt zu ermöglichen. Und wie früher ist es euch vom Obergoms nach kurzer Nacht schon wieder weitergegangen. Ja, morgen geht es wieder weiter, früh genug, und zwar Richtung Griesspass. Also das Eginet, als Ulrichen, Eginetal und dann über den Griesspass auf Riale. Wir wollen ja den Käse, der hier überall jetzt parat liegt, den wollen wir auf Italien bringen, oder? Und dann den dort unten dann nachher aufschneiden und den Leuten verkaufen. So wie das früher gemacht worden ist. Auffallend an Säumern ist Iron Liebe zum Tier. Es gilt nur als zufriedenes Tier und als kräftiges Tier ist euch ein gutes Tier. Am Abend, wenn man wieder eine Etappe hinter sich hat, gibt es für Mensch und Tier einen wohlverdienten Feierabend. In Tieren nimmt man jetzt Last ab. Obwohl, die Tiere die tragen die Schwere und Käse nur symbolisch in die Dörfer. Meistens ladet man die Käse 10 bis 15 Minuten vor dem Immarsch ins Dorf auf Nutztiere drauf. Interessant ist der Teilnehmermix. Jung und alt machen an der Tour mit. Wir haben selber Tiere, wir haben Esel und Maultiere. Und wir machen da mit denen unter dem Jahr ein bisschen Trekking für uns, mit der Familie. Und wir brauchen jetzt sehr viele Leute zum Arbeiten auf dem Bauernhof.
Währenddem, dass man die Tiere flott putzen, gibt es das Obergästle und an einem Besuch viele Touristen, die sich den Anlass sind, anschauen. Das eine oder andere Mäultier, das Drehlitzschicht erweilt und tut sich also ein bisschen am Boden abkehlen. Und neben den Schweizern machen dann der Tour euch regelmässig Ausländer mit. Der Stammgast, das ist aber ein gleicher Schweizer. Das ist für mich schon eine Selbstverständlichkeit. Man erlebt immer wieder etwas Neues. Es ist jedes Jahr etwas anders. Es gibt andere Leute, es gibt frische Kameradschaft, es gibt jeden Abend ein frisches Fest. Man kann eigentlich einen Kaisheimerabend wiederholen und denken, das muss jetzt so wie das letzte Jahr rauskommen, oder? Es ist einfach immer etwas Einmaliges. Einmalig sind euch die Begegnungen an der Tour in Dürfren. Das Obergästle geniessen wir ganz nach Walliser Art ein feines Radler mit einem flotten Schluck Wein. Hier findet ihr euch den Austausch zwischen den einzelnen Teilnehmern und der grossen Besucherzahl statt. Während dieser Zeit stärken sich euch die Tiere für den nächsten langen und vermutlich nicht minder strengen Tag. Obwohl, es jeder der Mensch, der am Nachtag nicht immer sofort aufmägen. Aufstehen, die gehen aber natürlich dann darum trotzdem. Ja, am Abend denkt man nein, aber am Morgen geht es immer wieder tipptopp weiter. So viel zum Thema Bräuchtum für diese Woche. Ade miteinander.